Die Architektur des Sinns, das ist eigentlich meine Frage. Das ist nicht meine Antwort, die ich bereit hätte. Ich möchte Ihnen aber darstellen, wie ich diese Frage sehe und wie ich möglicherweise auch eine Antwort verstehen könnte. Im Wesentlichen werde ich über das Modell des Modellseins sprechen, allerdings erst so ab der zweiten Hälfte meines Vortrags. Bis dahin möchte ich diese Fragestellung, um die es mir geht, nämlich die Architektur des Sinns, in einen etwas allgemeineren Rahmen stellen. Ich beginne mal mit Aristoteles zur Logik, mit der Physik. Da sagt er, der also denkt, war, der das Getrennte für getrennt und das Zusammengesetzte für zusammengesetzt hält. Der aber falsch, dessen Gedanken sich entgegensetzt verhalten als die Dinge. Hier wird über das Denken geredet und offenbar über eine über Regeln, und die kennen Sie natürlich ganz gut. Es ist eine berühmte Kompositionalität, und diese Kompositionalität, die Frege zugeschrieben wird, denke ich, findet sich schon in der Ars Charakteristika. Ich nenne ein sichtbares Zeichen, das einen Gedanken ausdrückt, einen Charakter. Die Ars Charakteristika ist die Kunst, Charaktere so zu bilden und zu ordnen, dass sie Gedanken repräsentieren in der Weise, dass sie unter sich in der gleichen Relation stehen, in der auch die Gedanken untereinander stehen. Der Ausdruck ist eine Zusammenfügung von Charakteren, welche den Gegenstand, der auszudrücken ist, repräsentieren. Das Gesetz des Ausdrucks ist das folgende. Der Ausdruck eines Gegenstandes ist zusammengesetzt aus den Ausdrücken derjenigen Gegenstände, deren Ideen zusammengesetzt sind aus den Ideen des gegebenen Gegenstands. Das heißt, hier haben wir das Grundprinzip der Kompositionalität in der Ars Charakteristika bisher schon. Und das ist etwas, was die Informatik sehr, sehr stark in den Vordergrund gestellt hat. Es gab Tagungen, die über die große Bedeutung dieses Prinzips geredet haben. Und es taucht auch bei Frege auf. Ich werde auch über Frege sprechen, allerdings nicht über dieses Kompositionalitätsprinzip. Ich möchte, wie gesagt, den Bogen weiterspannen. Und meine Agenda ist deshalb die folgende. Es geht mir um Architektur und Fragen, worauf sich die bezieht und in welcher Weise wir die machen. Das ist nicht ganz systematisch, sondern das ist eher herausgegriffen aus vielen Fragen und auch aus vielen Aufsätzen, die ich geschrieben habe, zu verschiedenen Aspekten, die ich anfänglich gar nicht unbedingt im Zusammenhang gesehen habe, die sich mir aber in der Vorbereitung dieses Vortrags hier doch zunehmend als zusammenhängend dargestellt haben. Und um diesen Zusammenhang geht es. Ich kann Ihnen den nicht wirklich beschreiben. Meine Technik ist die, ich benutze Zitate, wie eben schon. Ich benutze Bilder und Diagramme, um auf diese Weise etwas darzustellen und auch meine Überlegungen daran zu kontrollieren. Und in Beziehungen und in Bezügen, die daraus offensichtlich werden, können wir dann am Ende diese Frage, die Architektur des Sinns, ganz kurz nochmal aufgreifen und uns fragen oder überzeugen, ob diese Zusammenhänge unter dieser Überschrift gefasst werden können. Wenn das nicht so ist, dann ist auf jeden Fall die Frage, welche Rolle Modelle spielen künftig, und das ist etwas, was wir vielleicht auch noch ausführlicher diskutieren werden. Anordnung. Ich habe zusammen mit Eva Kantschik-Kirschbaum die Frage versucht zu beantworten, was Listen sind. Es ging um die Listen auf den assyrischen Tontafeln zum Beginn der Entwicklung der Schrift, also 3.500 Jahre vor Christus. Und die Frage war, wie man Listen in diesem Zusammenhang erklären kann, neben Texten, die dort auftreten. Und daraus ist etwas entstanden, das sich auf zwei Definitionen stützt. Die eine ist, in einer Allokation sind Plätzen Zeichen zugeordnet. Plätze sind räumlich definierbare Orte auf der physischen Oberfläche eines Gegenstands oder durch eine vermittelbare Vorstellung identifizierbare Orte in einem gedachten Raum. Zeichen sind physisch repräsentierte symbolische Einheiten eines Zeichensystems, die wir wahrnehmen können, oder durch eine mittelbare Vorstellung symbolisierbare Gedankeninhalte.
Und eine Anordnung ist dann eine Allokation in Einheit mit zwei voneinander getrennten Systemen von Strukturen, einem System von Ortsbeziehungen zwischen den Plätzen und einem System von Symbolbeziehungen zwischen den Zeichen. Durch die Allokation, das heißt durch die Menge der Zuordnungen von Zeichen zu Plätzen, wird eine Beziehung beider Systeme zueinander vermittelt. Was man daraus hat, ist, dass man Anordnungen verstehen muss, dass man sie handhaben muss, und das führt zu etwas, was wir ein Allokationsspiel genannt haben. Solche Allokationsspiele erklären, was man lernen musste, um Schrift zu entwickeln. Und die erklären auch, was man lernen musste, um Computer zu bauen. Denn die Turing-Maschine, als ein Beispiel, wo das am offensichtlichsten zu zeigen ist, ist nichts anderes als ein solches Allokationsspiel, wo Benutzer wissen, wie sie das zuordnen und was an Bedeutungen dabei sind. Die Idee ist, zwischen räumlichen Beziehungen, durch räumliche Beziehungen, sowas wie semantische Beziehungen auszudrücken. Insofern hat das etwas mit dem Sinn zu tun, auch wenn es auf der reinen Präsentationsebene ist. Hier ein Beispiel, erste Tokens, in denen die Reihenfolge vielleicht noch gar keine Rolle spielt. Die Anordnung elementarer könnte sie nicht sein. Hier ist die Anordnung bereits differenzierter und diese Differenzierung setzt sich fort bis zur Keilschrift schließlich. Und ähnliche Differenzierungen haben wir bei den Kernspeicher, ich glaube, das ist von Whirlwind. Das geht natürlich weiter zu solchen Texten und aus solchen Texten in anderer Schrift werden dann solche Seiten und dann ändert sich etwas. Leibniz 1679 präsentiert die binäre Zahlendarstellung. Das ist das Originalzeichen. Und daraus wird dann sowas. Also irgendwie Anordnungen und in denen steckt viel drin. Ich kann jetzt nicht über die formalen Sprachen reden und über das, was letztlich hinter dem steckt, um das für uns oder für den Computer nutzbar zu machen. Aber am Ende ist es das. So, das bleibt natürlich nicht so statisch, sondern wir kriegen Autobahnen, Informationsautobahnen, Information Highways, eine große Propagandaaktion der Europäischen Union in den 80er und 90er Jahren ist das gewesen. Und das hat sich natürlich weiterentwickelt. Und das ist hier ein sehr magerer Stand. 2006 das Internet, ein Internetgraph. Und das können Sie sich beliebig weiter vorstellen. Es ist alles in irgendeiner Weise ein Allokationsspiel. Ich kenne die Regeln, wie ich örtlich etwas, wo ich örtlich etwas habe. Die Maschine kann das in irgendeiner Weise rekonstruieren und sie ist sozusagen der Garant und die Möglichkeit und das Maß aller Dinge, um Sinn zu erzeugen, Sinn zu verstehen, Sinn zu verarbeiten. Zweites Thema, Sehen zur Architektur der Bilder. Sehen scheint in erster Linie eine Frage der Optik zu sein. Und wenn man das anschaut, dann ist die Geometrie auch ziemlich klar. Durch die Linse des Auges werden die Lichtstrahlen, die von dem Gegenstand reflektiert werden, durch das Auge in das Innere, in die Retina gebildet. Dort wird das Ganze umgedreht und das regt Nerven an. Und wir sehen ganz, ganz grob. Ganz, ganz grob. Voraussetzung dafür ist das Licht hier von Yoko Ono, eine Installation in Reykjavik. Voraussetzung ist die Idee des Lichtstrahls. Und dieser Lichtstrahl, der von der Seite her eigentlich nicht gesehen werden kann, die Tatsache, dass er hier doch gesehen wird als blaues Licht, rührt daher, dass die Luft nicht ganz rein ist, dass Feuchtigkeit Tropfen hat, in denen dieses Licht reflektiert wird. Aber sonst sozusagen in einem völlig leeren Raum würde man diesen Lichtstrahl gar nicht sehen können. Wir haben andererseits eine direkte Beleuchtung hier durch den Mond, aber der ist auch nicht direkt, sondern der ist von der Sonne angeschieden und reflektiert dieses Licht nur. Und wir haben direkte Beleuchtungen unten, das sind die Lampen, von denen der Schein von den Häusern herkommt. Also wir haben hier sozusagen drei verschiedene Formen der Lichtausbreitung und der Lichtquelle. Und das, was wir sehen, ist
sind die Lichtstrahlen, die unsere Augen treffen. Wenn wir einen Baum sehen, dann sind es die Lichtstrahlen, die an den Blättern, an den uns zugewandten, der uns zugewandten äußeren Fläche von diesem Gebilde, an dieser Fläche werden Lichtstrahlen reflektiert. Sie treffen unser Auge in einer bestimmten Frequenz und dadurch sehen wir das als grün. Problem. Wir sehen, die Frage der Lichtstrahlen ist eindeutig. Aber was es ist, das ist nicht mehr eindeutig. Es ist jetzt ein Hase, nicht, der nach rechts guckt, oder eine Ente, die nach links schaut. Das kennen Sie natürlich. Ich werde Ihnen sowieso fast nur Dinge erzählen, die Sie schon kennen. Das ist eine Schwierigkeit, denn das bedeutet, dass die Geometrie des Lichts offenbar nicht alles erklären kann. Husserl kommt mit einem Begriff, der für mich auch eine große Rolle spielt, ist der Begriff der Auffassung. Er schreibt in Ding und Raum 1907, die Empfindungsinhalte für sich enthalten noch nichts von dem Charakter der Wahrnehmung, nichts von ihrer Richtung auf einen wahrgenommenen Gegenstand. Sie sind noch nicht das, was es macht, dass ein Ding gegenständliches in Leibhaftigkeit dasteht. Wir nennen diesen Überschuss den Charakter der Auffassung und sagen, dass die Empfindungsinhalte Auffassung erfahren. Durch die Auffassung gewinnen sie die an sich gleichsam ein toter Stoff wären, beseelende Bedeutung derart, dass mit ihnen ein Gegenstand zur Darstellung kommt. Das heißt, man kann sagen, dass diese Empfindungsinhalte von den Lichtstrahlen, die unsere Augen treffen, irgendwie angeregt werden. Ich will mich nicht darauf festlegen, dass sie das genau sind. Ich glaube, Husserl hat das nicht völlig identifiziert. Aber das ist sozusagen noch nichts. Und erst durch die Auffassung wird das Ganze etwas. Ich habe versucht, das in einem Diagramm so darzustellen. Hier wird das Sehen als mentaler Akt beschrieben. Nicht mehr in der Geometrie. Die spielte bei Husserl gar keine Rolle. Also ich habe mal das Retina-Bild und von da aus den Informationen dann in das Gehirn, werden dort verarbeitet und er nennt es diese Auffassung, aus der dann am Ende das gesehene Objekt entsteht. Und das Ganze ist nur denkbar, wenn es irgendwie einen Kontext gibt, in dem diese Daten oder diese Inhalte in irgendeiner Weise verarbeitet, verknüpft werden, verschattet werden oder sowas. Der Begriff Kontext spielt dann schon eine große Rolle. Also Sehen als mentaler Akt. Und natürlich haben wir ein Beispiel, wo man sagen würde, Sehen ist voll und ganz ein mentaler Akt, denn hier spielt die Geometrie irgendwie keine Rolle. Nicht? Die Wellen sind geometrisch nicht recht zu fassen und die Wolkengebilde und die Veränderung, die Stimmung, die dadurch zustande kommt, ebenso nicht. Also was man sieht, denke ich, ist das Sehen als Optik und als mentaler Akt. Das heißt, man kann diese beiden Modelle in gewisser Weise miteinander kombinieren. Das wäre ein Beispiel, denn das zeigt einerseits dieses Verkürzungsphänomen, das nach hinten hin sich das verkürzt, das heißt, hier spielt die Geometrie eine Rolle. Andererseits hat das Bild eine ganz klare Stimmung und provoziert Erinnerungen ans Baden gehen oder sowas, nicht in einem See, vielleicht in früheren Zeiten, wo es noch keine oder nicht so viele Badeanstalten gab und so. Das heißt, hier kombinieren sich die Dinge offensichtlich. Nicht? Wenn ich nun das Bild ins Spiel bringe, dann ist es zunächst der physikalische Bildbegriff, den man hier zur Anwendung bringen muss. Nämlich als einen Schnitt durch diese Lichtstrahlen, die reflektiert werden von dem Gegenstand. Und dieser Schnitt, so würde das auch in der Physik formuliert werden, der ist ein Bild. Das ist dann vielleicht das, was ich projiziert auf einer Leinwand sehe oder so. Aber eigentlich jeder Schnitt macht mir ein solches Bild. Das ist interessant, weil wir gleich noch sehen werden. Das Problem ist aber natürlich, dass durch diesen Schnitt es dazu kommen kann, dass wir Dinge sehen, die gar keine Wirklichkeit sind. Ich glaube, das ist offensichtlich, was hier gezeigt wird. Es ist eine Attrappe, die in Berlin stand oder steht. Ich glaube, sie steht sogar. Und
Das Problem ist, wenn wir jetzt nur ein Bild haben und nicht eine Realität dahinter. Hier haben wir ja noch vorher noch eine Realität gehabt. Wenn wir jetzt nur ein Bild haben, dann wäre das etwa diese Situation. Aber das, was auf dem Bild zu sehen ist, kommt gar nicht von irgendeiner Wirklichkeit. Und das wäre zum Beispiel diese Situation. Hier sehe ich ein Bild, es ist eine Fotografie, aber sie ist synthetisiert mit diesem Wolkenkratzer. Der ist inzwischen gebaut in New York, aber hier ist noch das Bild, wo dieser Bildsynthese, wo der reingebaut worden ist in das Bild. Das verdanke ich Reinhard Wendler, dieses Bild, aber ich fand es sehr beeindruckend, weil wir hier sozusagen kein Bild der Wirklichkeit haben oder nur teilweise ein Bild der Wirklichkeit haben. Das heißt, wir können hier mitspielen mit diesem Gedanken. Wieder ist es natürlich eine Frage, wie wir das verarbeiten, nicht? Ob wir das für echt halten oder nicht echt halten, denn dieses synthetische Bild von dem Wolkenkratzer ist überhaupt immer nur Bild gewesen, dem entsprach nichts. Ja? Der war weder gebaut noch als Modell irgendwie da und der wurde dann auch fotografiert, sondern der wurde als Bild hergestellt. Und das heißt, wir haben hier wieder dieses Bildsehen als Optik und als mentaler Akt. Der spielt hier offenbar eine große Rolle. Dadurch kommt es natürlich zu scheinbaren Wirklichkeiten, die uns im Bild erscheinen. Alles scheint so echt zu sein, aber Einhörner gibt es halt nicht. Wenn wir wieder uns auf das Bild selbst beschränken, das ist der Fall, den wir vorher gerade hatten mit den Einhörnern. Hier gibt es diese Wirklichkeit überhaupt nicht. Das ist vorgestellt durch das Bild. Und das ist alles nicht denkbar, ohne dass wir das Sehen auch als mentalen Akt mitdenken. Die Geometrie alleine kann uns das nicht mehr erklären. Nun haben Bilder eine Tiefe, sie zeigen eine Tiefe. Das ist hier ganz offensichtlich. Und gucken wir nochmal die Optik des Sehens an. Und dann die Optik des Sehens entfernter Dinge. Was da passiert ist, dass der entfernte Gegenstand uns als der kleinere erscheint. Wenn Sie dieses Bild anschauen, dann ist das eine Fotografie von einer Situation, wo zwei Männer voreinander hergehen, offenbar. Der kleinere ist der weiter entfernte. Aber das muss ich schon irgendwie wissen, um aus diesem Bild rekonstruieren zu können, dass der Kleinere vorne wegläuft. Und ich muss wissen, dass der Kleinere nicht kleiner als Person ist. Das heißt, ohne diese Auffassung geht nichts. Dann kommt es natürlich auch zur Illusion entfernter Dinge im Bild. Und was wir hier sehen, ist, das ist eine Fotografie. Und in dieser Fotografie, der nun vermutlich oder offensichtlich eine Realität entspricht, wird aber doch ohne Zusagen, ohne Zutun unseres Geistes, nicht, unserer Auffassung, hat dieses Bild eine Tiefe. Nicht? Es kriegt sozusagen einen Sinn, auch ohne dass es hat. Zwar offenbar ausschließlich dadurch, dass diese Verkürzungen in unserem Kopf sozusagen als Indikatoren für diese Tiefe verarbeitet werden. Das alles ist entscheidend bei der Frage der Perspektive. Und diese Perspektive ist die Frage, wie die Architektur von Gemälden aussieht. Und ich will natürlich nicht allgemein den Bildbegriff erklären, sondern ich will mich auf Alberti beschränken, der diese Zentralperspektive als erster beschrieben hat. Es ist sehr interessant, wie er den Blick des Malers charakterisiert. Er sagt nämlich, der Maler guckt auf verbundene Flächen. Sehen Sie mal den Hintergrund. Dieser Hintergrund ist irgendwie eine Landschaft von Feldern, die nach hinten verschwindet. Aber es ist andererseits so ein Verbund von Flächen, die aneinandergreifen. Und genau das beschreibt er. Das ist es, was der Maler herstellen muss. Diesen Verbund von Flächen. Und andererseits haben wir hier durch verschiedene Techniken die Verkürzung sehr deutlich.
aber auch durch andere Techniken, die Idee einer Tiefenschärfe. 1438 ist das gemacht worden. Ich glaube, 6 Jahre bevor der hiesige Dom gebaut wurde, habe ich gesehen, bin da durchgelaufen heute. 1444, Backsteingotik. Das ist sozusagen eine frühe Form der perspektivischen Darstellung und die demonstriert auf beste Weise, wie dieser Bildbegriff ist, den Alberti hat. Gucken wir also weiter, die Optik des Sehens in einem Gemälde. Wenn ich also diesen Schnitt sozusagen in einem Gemälde darstelle, dann wäre das in meiner Grafik dieses. Und das sehen Sie hier, nicht? In diesem berühmten Bild von Piero della Francesca, 1444. Das ist auch eine frühe Form der perspektivischen Darstellung, aber sie zeigt schon ganz entscheidende Elemente, die auch schon vor Alberti bekannt waren, nämlich, dass es hier einen Fluchtpunkt gibt und dass es Strahlen gibt, nicht? Dass irgendwie diese Verkürzungen, diese durch Strahlen zustande kommt. Das wusste man nun auch alles schon. Und es ist nun deutlich, dass dieses Gemälde einen solchen Fluchtpunkt zeigt. Wenn ich also dieses Bild im Gemälde sehe, dann sehe ich einen Fluchtpunkt. Man kann sich jetzt streiten, ob dieser Fluchtpunkt, das ist ein Kegel, ob mir die Spitze des Kegels näher ist oder ob die Spitze des Kegels weiter entfernt ist. Ich habe das immer so gelesen, als so gesehen, als ob diese Spitze weiter entfernt ist. Aber es kann sein, dass sie näher ist. Es scheint so, dass Alberti das so versteht. Er sagt nun, die mittleren Sehstrahlen sind vom Punkt der Berührung mit der Fläche bis zur Spitze der Pyramide so mit der vorgefundenen Vielfalt an Farben und Lichtern getränkt, dass man sie brechen könnte, wo man wollte. Sie würden stets an der Bruchstelle eben das aufgesogene Licht und dieselbe Farbe zum Vorschein bringen. Das ist der physikalische Bildbegriff, der hier steht, nur mit einer Idee von Sehstrahlen anstatt von reflektiertem Licht, von Strahlen, von reflektiertem Licht in Form von Lichtstrahlen. Ein Gemälde zeigt nun die Schnittfläche einer Sehpyramide entsprechend einem gegebenen Abstand bei festem Zentrum und angenommenen Lichtquellen. Ein Schnitt also, der auf einer gegebenen Fläche mit Linien und Farben kunstgerecht dargestellt ist. Ein Gemälde muss zeigen, was der Maler sieht. Das gibt in gewisser Weise den Bildern einen Sinn. Und wie das herzustellen ist, das zeigt er in seiner Konstruktion der Zentralperspektive. Hier nochmal diese Seestrahlen, die bilden eine solche Basis und für die gibt es einen Rahmen. Nicht? Und das ist der Rahmen des Bildes. Also ohne Rahmen ist diese Konstruktion nicht zu denken. Hier ein Beispiel. Die Frage, die nun besteht, war nicht, dass es einen solchen Fluchtpunkt gibt und dass es solche Sehstrahlen gibt, die sich daraufhin beziehen, sondern die Frage, wie sich die Transversalen verkürzen, wenn Sie diese Bohlen nehmen. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass die alle gleich breit sind. Aber hier vorne sehen wir sie natürlich breiter als weiter hinten. Die Frage ist, wie kommt es zu dieser Verkürzung? Um diese Verkürzung darzustellen, gibt es diese zentralperspektivische Konstruktion. Und die geht nun so, ich will die jetzt hier nicht weiter erläutern, es gibt noch ein anderes Verfahren. Und da kann man den Abstand vom Bild feststellen. Man kann durch den Fluchtpunkt auf der Fluchtlinie mit der Fluchtlinie die Höhe des Auges und durch die Position des Fluchtpunkts daraus letztlich dann die Position des Betrachters festlegen. Und dann ergeben sich nach dem Verfahren, wie hier dargestellt oder hier sichtbar, die Möglichkeit, solche Fluchtlinien, solche Transversalen einzuschreiben. Und man kann dann auch noch mit diesem mit dieser blauen Linie, die da schräg durchgeht, überprüfen, ob das auch richtig ist, nicht? Wenn die immer genau durch diese Ecken durchgeht. Das hat Alberti gefunden. Das ist überhaupt keine Sondererfindung. Mathematisch gesehen ist das ein relativ, vielleicht nicht einfaches, aber es ist ein lösbares Problem. Es ist sozusagen nicht der große Wurf. Ich glaube, der große Wurf ist der, dass er das sehr geschickt mit seinem Bildbegriff in Zusammenhang bringt, um auf diese Weise eine Maßgabe
für die Malerei zu haben. In gewisser Weise ist das natürlich auch ein Sinn. Wenn das in einem Gemälde zu machen ist, ist das natürlich komplizierter. Man muss diese Verkürzungen ja nicht nur auf der Grundfläche haben, sondern auch an den Seiten und auch noch oben haben. Und es ist klar, dass diese Konstruktion dann dazu führt, dass man so ähnlich wie mit Bildverarbeitung auch wieder Synthetisierungen betreibt. Sinn erzeugt, der gar nicht da ist, wie hier diese ideale Stadt von einem unbekannten Maler. Und das ist interessant. Und warum ist sie ideal? Ja, sie ist ideal, weil sie zentralperspektivisch korrekt leicht konstruiert ist. Nur deshalb ist sie ideal. Ich habe keinen anderen Grund gefunden dafür. Aber was machen Sie, wenn die Geometrie fehlt? Das ist ein Problem und da muss man was erfinden. Und das hat Alberti wenigstens behauptet, ja, dass er der Erfinder ist. Sein Fenster hatte Gitter und er hat von da aus auf die Landschaft geguckt und er hat das benutzt, um diese Landschaft auf einem entsprechend gerasterten Bild herzustellen. Und er hat das Velum erfunden, sagt er, und dieses Velum ist auch ein Gitter. Sagen wir ein künstliches Fenster, das er vor sich hinstellt. Und um da genauer zielen zu können, gibt es diesen Obelisken bei diesem Maler. Und so geht das nun zusammen in dieser Zeichnung von Albrecht Dürer, der Zeichner des liegenden Weibes. 1525 und 1538 hier. Das ganze Verfahren kommt mit Geometrie natürlich zu einer Perfektion, das ist nur ein einfaches Beispiel dieser Perfektion, wo die Geometrie noch da ist, aber durch die ganzen Rundungen schon so kompliziert, dass man sich genau überlegen muss, wie das zu konstruieren ist. Aber das haben die gemacht. Das heißt, die Verfahren zur Entstehung von Sinn, in gewisser Weise in den richtigen Bildern, sind hier Perfektion geworden. Dieses berühmte Bild zeigt aber auch, dass das Ganze seine Grenzen hat. Denn die Grenze liegt darin, dass man den toten Christus nicht so darstellen könnte, dass seine Füße größer sind als der Kopf. Das müsste aber so sein, wenn man diese Verkürzung entsprechend machen würde. Das heißt, es gibt offenbar Gründe, warum wir uns von solchen, oder warum die Malerei sich von solchen Verfahren, von solchen Maßgaben befreit. Ich habe hier ein vermittelndes Objekt, es ist ein konkretes Objekt und ich passe das als Bild auf. Ich meine, ich könnte auch ein Gemälde als etwas auffassen, mit dem ich, wenn ich es in den Ofen tue oder in den Kamin, Wärme erzeugen kann oder so. Ich fasse es als Bild auf und in irgendeiner Weise zeigt es mir etwas. Ich habe das mal einen Inhalt genommen und der imitiert in irgendeiner Weise eine Realität und so kommt es, dass eine Beziehung von der Vorstellung, die ich habe, zu dieser Realität über dieses Bild vermittelt wird. Darum geht es hier immer wieder um vermittelte Beziehungen. Diese vermittelten Beziehungen ermöglichen, Dinge miteinander in Beziehung zu setzen, die nicht selbstverständlich in Beziehung stehen. Wir werden das gleich sehen, wenn es um die Wahrheit geht, nämlich zur Architektur der Gedanken. Dann kommen wir zu Frege. Gottlob Frege, der wesentlich die Logik und die Mathematik mit beeinflusst hat. Er ist nicht allein der Schöpfer der Logik. Schröder gehörte zu George Boole, Peano, andere auch und dann später vor allem Russell, Hilbert, Ackermann und andere. Aber Frege hat einen großen Einfluss auf diese Entwicklung gehabt. Und seine Theorie von Zeichen und Sinn und Bedeutung mag das veranschaulichen. Das will ich gleich noch zeigen. Denn hier geht es jetzt genauer um das Wort Sinn. Er ist derjenige, der den Begriff Sinn wirklich gebraucht. In einer ganz bestimmten Bedeutung. Und das geht so. Nicht? Also der sinnlichen Zeichen bedürfen wir nun einmal zum Denken. Wieder geht es ums Denken, nicht? Das, was in meinem Kopf sozusagen geschieht. Wir drücken mit einem Zeichen dessen Sinn aus und bezeichnen mit ihm dessen Bedeutung. Und die Bedeutung eines Eigennamens ist der Gegenstand selbst, den wir damit bezeichnen. Die Vorstellung, welche wir dabei haben, ist ganz subjektiv. Alles, was subjektiv ist, wird weggeschoben von Frege. Das gibt es nicht.
Das ist so ähnlich wie Alberti, der die Malerei ausschließlich sozusagen von der geometrischen Seite, von der optischen Seite her betrachtet. Ganz anders als Husserl, der das ganz weglässt, seinerseits. Vorstellung, die wir da haben, ist ganz subjektiv. Dazwischen liegt der Sinn, der zwar nicht mehr subjektiv wie die Vorstellung, aber doch auch nicht der Gegenstand selbst ist. Darüber hat er viel nachgedacht, was das bedeutet. Und das klassische Beispiel ist der Morgenstern und der Abendstern. Und tatsächlich ist damit der Planet Venus gemeint. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Sinne, nicht? Zweimal einen Sinn, auf verschiedene Weise kommt die Venus heraus, nicht? Als Bedeutung. Und der Sinn ist die Art des Gegebenseins, vielleicht situative Zusammenhang, in dem das zustande kommt. Wenn ich dieses Diagramm wiederverwende, dann würde man das eben so zusammenfassen, das sichtbare Objekt, dieser Eigenname, nicht, dessen Wahrnehmung erzeugt in mir irgendeine Vorstellung, aber die ist ganz subjektiv, die vergessen wir gleich wieder, aber dieser Eigenname drückt einen Sinn aus, nicht? Und dieser Sinn betrifft einen Gegenstand und der Eigenname bezeichnet diesen Gegenstand, aber er tut das natürlich nur dadurch, dass ich ihn als Zeichen hier betrachte. Und das ist, dadurch kommt es zu einer Beziehung des Bedeutens, nicht, vermittelt durch den Sinn eines als Zeichen aufgefassten Eigennamens, zwischen der Vorstellung und dem Gegenstand, den ich habe. Und jetzt kommt ein Zusammenhang, der mich sehr verblüfft hat. Folgendes Gleichnis ist vielleicht geeignet, diese Verhältnisse zu verdeutlichen. Jemand betrachtet den Mond durch ein Fernrohr. Ich vergleiche den Mond selbst mit der Bedeutung. Er ist der Gegenstand der Beobachtung, die vermittelt wird durch das reelle Bild, welches vom Objektivglase im Inneren des Fernrohrs entworfen wird und durch das Netzhautbild des Betrachtenden. Jenes vergleiche ich mit dem Sinne, dieses mit der Vorstellung oder Anschauung. Das Bild im Fernrohr ist zwar nur einseitig, es ist abhängig vom Standort, aber es ist doch objektiv, insofern es mehreren Betrachtern dienen kann. Es ließe sich allenfalls einrichten, dass gleichzeitig mehrere es benutzen. Von den Netzhautbildern aber würde jeder sein eigenes haben. Selbst eine geometrische Kongruenz würde wegen der verschiedenen Bildung der Augen kaum zu erreichen sein. Ein wirkliches Zusammenfallen wäre aber ausgeschlossen. Das ist nichts anderes als Albertis Sichttheorie, Theorie des Sehens. Das Bild, das er sozusagen in diesem Sehstrahl steckt, ist, wenn Sie so wollen, sozusagen der objektive Sinn. Er benutzt das als Gleichnis. Wir haben nicht sehr viel Informationen darüber, was Frege wirklich als Sinn versteht. Ich komme gleich nochmal darauf. Aber dieses Beispiel ist meiner Meinung nach ein Schlüsselbeispiel, weil es zeigt, wie er es gesehen hat. Die ganze interne, subjektinterne Seite ist völlig rausgelassen. Er kümmert sich nur um diese objektive Seite und er sieht noch nicht mal das Retina-Bild als etwas, was zum Objektiven gehört. Links eine Fotografie des Mondes, rechts eine Zeichnung von Galilei. Darüber ließ es sich viel diskutiert. Bredekamp hat das ausführlich auch studiert, diese Zeichnungen Galileis. Und man sieht hier, dass Frege mit diesem Beispiel nicht recht haben kann. Das Beispiel geht nicht durch, das ist sehr klar, weil dieser Mond auf der rechten Seite falsch ist, nicht? Auch wenn es ein Fernrohr gab, durch das man es gesehen hat. Denn das widerspricht einfach Freges Zielsetzung, die Notwendigkeit des Eindeutigen. Nicht? Wenn jeder mit dem Namen Mond etwas anderes bezeichnete, etwa so, wie er mit dem Ausrufe Au seinen Schmerz äußerte, so wäre freilich die psychologische Betrachtungsweise gerechtfertigt. Aber ein Streit über die Eigenschaften des Mondes wäre gegenstandslos. Der eine könnte von seinem Monde ganz gut das Gegenteil von dem behaupten, was der andere mit demselben Recht von seinem sagte. Wenn wir nichts erfassen könnten, als was in uns selbst ist, so wäre ein Widerstreit der Meinungen, eine gegenseitige Verständigung unmöglich, weil ein gemeinsamer Boden fehlte und ein solcher kann keine Vorstellung im Sinne der Psychologie sein. Harte, harsche Ablehnung.
Aber es geht eben nicht nur um Sinn, sondern auch um den Gedanken. Damit hatten wir ja auch bei Aristoteles schon begonnen. Nur, der Gedanke ist der Sinn eines Satzes, nicht mehr eines Eigennamens. Wenn ich statt des Eigennamens einen Satz nehme und frage nach dem Sinn, dann ist das ein Gedanke. Dann nennt er das einen Gedanken. Und damit behaupten zu wollen, dass der Sinn jedes Satzes ein Gedanke sei. Der an sich unsinnliche Gedanke kleidet sich in das sinnliche Gewand des Satzes und wird uns damit fassbar. Wir sagen, der Satz drücke einen Gedanken aus. Wir nennen einen Gedanken innerlich, wenn wir einen Gedanken innerlich als wahr anerkennen, so urteilen wir, wenn wir eine solche Anerkennung kundtun, so behaupten wir. Das ist entscheidend, weil hier durch den Urteilsbegriff die Logik sozusagen vom Subjektiven befreit wurde. Das Urteil, das im Subjekt liegt, ist aus der ganzen Logik raus. Während man vorher in der Logik versucht hat, Urteile zu klassifizieren, Kombinationen von Urteilen aufzuschreiben, trennt Frege das und sagt, alle Urteile sind affirmativ, es ist das, was das Subjekt mit einer gewissen Überzeugung dartut. Ja? Und wir innerlich das als wahr anerkennen. Alle Urteile sind affirmativ. Das heißt, alles rückt sozusagen in diesen objektiven Teil der Beschreibung. Die Subjektivität ist draußen. So, wenn ich wieder dieses Diagramm nehme, dann ist halt jetzt dieses konkrete Objekt der Satz und das drückt deinen Gedanken aus und der Gedanke hat einen Wahrheitswert und so weiter. Der entscheidende Punkt ist, dass diese Eindeutigkeit gewährleistet sein muss. Aber bevor ich dazu komme, vielleicht doch noch zwei Beispiele oder drei Beispiele. Zunächst zur Ontologie von Gedanken. Er sagt, man sieht ein Ding, man hat eine Vorstellung, man fasst oder denkt einen Gedanken. Wenn man einen Gedanken fasst oder denkt, so schafft man ihn nicht, sondern tritt nur zu ihm, der schon vorher bestand, in eine gewisse Beziehung, die verschieden ist von der des Sehens eines Dings und von der des Habens einer Vorstellung. Das ist, der Gedanke ist so objektiv, dass er schon existiert, ich trete nur an ihn heran. Er ist schon da. Die Gedanken sind weder Dinge der Außenwelt noch Vorstellungen, die ja subjektiv sind und die wir verschieben. Ein drittes Reich muss anerkannt werden. Das heißt, es ist eine ontologische Erklärung dessen, was Gedanken sind und was dann der Sinn ist. Nicht? Halt jetzt nur spezialisiert auf Sätze. Noch Beispiele. Gucken wir die Kreisfläche an mit r Quadrat Pi. Dann kann ich mir Pi oder Wurzel Pi eben in diesem Verhältnis so vorstellen, wie sie der Quadrat des Kreises hier mit dem Radius 1 sichtbar ist. Das heißt, hier wird ein Sinn dargestellt. In diesem Bild hier habe ich einen Sinn dargestellt und für Frege wäre es wahrscheinlich eher diese Gleichung, die da oben geschrieben ist. Ich kann auch einen anderen Sinn darstellen, wenn ich nämlich den Kreisumfang nehme, dann wäre für Frege das die Beschreibung des Sinns. Und ich kann mir das aber auch bildlich vorstellen. Ich nehme einen Kreis vom Radius 1 wieder und drehe ihn einmal sozusagen auf einer Ebene und da, wo ich wieder ankomme, da ist Pi. Ein anderer Sinn für Pi wäre die Newtonsche Gleichung für Pi halbe oder die Leibnizsche für Pi, nämlich Pi als Grenzwert zu verstehen. Und wir haben natürlich auch in der Informatik Weisen, uns Pi vorzustellen, nämlich als Dezimalzahl mit möglichst vielen Stellen. Das sind alles Sinne, das sind nicht Vorstellungen, die individuell sind. Das hängt nicht vom Subjekt ab. Und ich glaube, die Beispiele jetzt zeigen, dass, was er sich gedacht hat, warum das objektiv ist. Ganz einfach, weil er eben glaubte, dass das hier und das hier objektive Zusammenhänge sind, die mit einem Subjekt gar nichts zu tun haben, sondern das Subjekt nähert sich sozusagen diesen Zusammenhängen nur. Er sieht aber natürlich, dass nicht alle Sätze schon geeignet sind, einen Wahrheitswert zu haben. Dieser Wahrheitswert ist ja die Bedeutung des Satzes. Zum Beispiel der Satz, es regnet. Er sagt, der muss vervollständigt werden, denn der definiert, er gibt keinen vollständigen Sinn.
Ich muss sagen, wann es regnet und wo es regnet, denn wenn ich das nicht erkläre, dann ist das eventuell falsch oder ist es wahr. Das heißt, der Wahrheitswert kann auch variieren, je nachdem, wie ich ihn vervollständige. Das heißt, der Satz, es regnet, taugt nicht. Hier kommen wir wirklich in die Interna der Formalisierung. Nicht? Was muss man eigentlich machen, damit man das mathematisch richtig betreibt? Ja, und ich glaube, das ist ganz stark das, was wir von Frege gelernt haben. Wenn also der Satz einen vollständigen Sinn hat, dieser hier zum Beispiel ergänzt dadurch, wann es regnet und wo es regnet, nicht? Also in Lüneburg regnet es jetzt, nicht? Dann hat dieser Satz einen vollständigen Sinn, er stellt einen eigentlichen Gedanken dar und der ist Gott sei Dank falsch. Ein anderer Grund, Schwierigkeiten mit Sätzen, ist, dass sie Scheingedanken darstellen. Nicht? Tell schoss seinem Sohne einen Apfel vom Kopf. Das Problem ist hier, dass dieser Satz einen Scheineigennamen verwendet, nämlich Tell. Tell ist ein Scheineigenname. Deshalb ist das Ganze ein Scheingedanke und gehört zur Dichtung. Also neben der Wahrheit, dem Falschsein, gibt es noch die Dichtung. Dichtkunst und Wissenschaft, das ist dann ein starkes Thema. Beide trennt er sehr stark voneinander. Die Dichtkunst hat es, wie zum Beispiel auch die Malerei, auf den Schein abgesehen. Die Behauptungen sind in der Dichtung nicht ernst zu nehmen, es sind Scheinbehauptungen. Auch die Gedanken sind nicht ernst zu nehmen, wie in der Wissenschaft, es sind Scheingedanken. Um Scheingedanken braucht sich die Logik nicht zu kümmern. Und dann, die Wissenschaft hat die Aufgabe, das Logische von allem Fremdartigen, also auch dem Psychologischen, zu reinigen, indem sie deren logische Unvollkommenheiten aufweist. Es handelt sich in der Logik um die Gesetze des Wahrseins, nicht um die des Fürwahrhaltens. Nicht um die Frage, wie das Denken beim Menschen vorgeht, sondern wie es geschehen muss, um die Wahrheit nicht zu verfehlen. Hier haben wir zwei wunderschöne Beispiele von Sinndarstellungen. Links in der Dichtkunst, also in der Malerei. Und rechts ein klassisches mathematisches Beispiel, die Restklassenerklärung. Aber Frege interessiert sich nicht nur für die Bedeutung, und das ist wichtig. Das ist wichtig anzunehmen. Das liberalisiert im Grunde seinen ganzen Zugang wieder. Und er sagt, wenn nur der Wahrheitswert eines Satzes dessen Bedeutung ist, oder wenn nun der Wahrheitswert dessen Bedeutung ist, so haben einerseits alle wahren Sätze die gleiche Bedeutung, andererseits alle falschen. Das Wahre oder das Falsche. Wir sehen daraus, dass in der Bedeutung des Satzes alles Einzelne verwischt ist. Es kann uns also niemals auf die Bedeutung eines Satzes allein ankommen, aber auch der bloße Gedanke gibt keine Erkenntnis, sondern erst der Gedanke zusammen mit seiner Bedeutung, das heißt seinem Wahrheitswert. Und das wird dann auch zum Programm, oder das ist Programm, in seiner Begriffsschrift, oben ein begriffsschriftliches Zeichen, ein komplexeres, unten ein einfaches. Das obere fängt hier nicht mit einem solchen senkrechten Strich an, das ist der Urteilsstrich. Der sagt, es ist wahr, das. So, und jetzt kommt die Erklärung dafür. Und jetzt haben wir hier diese Erklärung, diesen Ausdruck. Und das bedeutet, A, das hier impliziert das hier. Das ist der Implikationspfeil. Und das hier bedeutet, für alle A gilt das. Also, das ist zu lesen. Ich bin überzeugt, wenn ich das geschrieben habe, dass für alle A, f von A, dann impliziert, dass f von C. Und das nur als ein Beispiel, wie das zu lesen ist. Frege hat sich mit dieser zweidimensionalen Schreibweise nicht durchgesetzt. Aber er hat sowas wie eine Variante der Prädikaten in erster Stufe beschrieben, die dann von Russell und auch unter Rückgriff auf Peano weiter ausgebaut wurde, in dem Prinzip ja Mathematiker. Hier das logische Quadrat mit dieser phrygischen Notation. Worauf ich hier verweisen will, ist, das ist hier die Negation. Nicht? Dass so ein Haken an so einem waagrechten Strich ist, bedeutet die Negation von dem. Also es ist nicht wahr, dass für alle A gilt, wenn x von a, dann nicht p von a. Kommen wir zur Auffassung. Darüber will ich heute nicht viel reden. Ich glaube, das ist ein Thema, was wir morgen in dem Kolloquium
genauer befassen wollen. Und hier kommen drei gewichtige Herren ins Spiel: Brentano, Twardowski und Husserl. Und diese Ehrfürchtigen haben sich mit einem sehr interessanten Thema beschäftigt, mit der Intentionalität. Und hier geht es sozusagen wieder weg von der optischen Geometrie, hier geht es weg von dem Äußeren, weg von dem Objektiven, das in der, bei dem das Subjekt ausgeschlossen ist, sondern hier geht es wieder in das Subjekt rein, wie für Husserl schon angedeutet. Ausgangspunkt ist Brentanos Psychologie vom empirischen Standpunkt 1874, und da gibt es eine Passage, in der er schreibt: Jedes psychische Phänomen ist durch das charakterisiert, was die Scholastiker des Mittelalters die intentionale, auch wohl mentale Inexistenz eines Gegenstandes genannt haben, und was wir, obwohl nicht ganz und mit nicht ganz unzweideutigen Ausdrücken, die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf ein Objekt, worunter hier nicht eine Realität zu verstehen ist, oder die immanente Gegenständlichkeit nennen würden. Jedes enthält etwas als Objekt in sich, obwohl nicht jedes in gleicher Weise. In der Vorstellung ist etwas vorgestellt, in dem Urteile ist etwas anerkannt oder verworfen, in der Liebe geliebt, in dem Hasse gehasst, in dem Begehren begehrt. Immer etwas, bezogen auf etwas. Diese intentionale Inexistenz ist den psychischen Phänomenen ausschließlich eigentümlich. Kein physisches Phänomen zeigt etwas Ähnliches. Und diese Begrifflichkeit und diese Konzeption wurde weiterentwickelt bis hin zu Searle, auf den ich hier jetzt gar nicht eingehen will, was sehr interessant ist, das auch in Abgrenzung zu den anderen zu studieren. Twardowski, Kasimir Twardowski, ein Schüler von Brentano, hat das weiterentwickelt, hat sich auf die Vorstellung geworfen. Die Vorstellung ist ein ganz sehr wichtiger intentionaler Zustand. Er unterliegt nämlich jedem anderen intentionalen Zustand. Das heißt, wenn ich etwas urteile, dann muss ich eine Vorstellung davon haben. Wenn ich etwas liebe, muss ich eine Vorstellung davon haben. Das heißt, deswegen hat er so eine große Bedeutung. Zu unterscheiden ist dabei der Akt der Vorstellung und das Vorgestellte. Und dieses Vorgestellte ist wiederum zu unterteilen in den Inhalt und den Gegenstand. Dieser Inhalt ist bezeichnet er auch als psychisches Bild. Und das intentionale Objekt des Aktes ist dieser Inhalt. Das heißt, hier haben wir etwas, wo im Subjekt ein Sinn erzeugt wird. Und diese Theorie von Twardowski, ein sehr, sehr erhellender, seine Habilitationsschrift, ist wirklich nützlich, das zu lesen. Den Begriff von Husserls Begriff der Auffassung habe ich schon genannt. Hier nochmal aus den Jahren 1925, 1926 eine etwas andere Darstellung, auch mit etwas anderer Begrifflichkeit. All die pneumatischen Momente, die wir in der pneumatischen Einstellung auf einen Gegenstand und als an ihm aufweisen, konstituieren sich mittels der immanenten Empfindungsdaten und Vermöge des sie gleichsam beseelenden Bewusstseins. Das ist in der Idee schon das, was wir hatten. Das ist nur differenzierter jetzt formuliert und mit diesem Begriff des Noema etwas für Husserl deutlicher ausgedrückt. Wir sprechen in dieser Hinsicht von der Auffassung als von der transzendenten Apperzeption, die eben die Bewusstseinsleistung bezeichnet, die dem bloß immanenten Verhalten sinnlicher Daten, der sogenannten Empfindungsdaten oder ethischen Daten, die Funktion verleiht, objektives, transzendentes zu sein. Das heißt, das, was wir sehen, wenn wir das auf die Wahrnehmung beziehen, das ist das, was in unserem Kopf als Gesehenes erscheint. Aber das, was uns als Gesehenes erscheint, hängt natürlich auch von anderen Dingen ab, auch von Äußeren. Und zum anderen zum Beispiel von den Mitteln, mit denen dieser Gegenstand betrachtet wird, hier die Sonne. Und offensichtlich sind ganz bestimmte Lichtfrequenzen hier aufgezeichnet. Würde ich andere Lichtfrequenzen haben, Sensoren mit anderen Lichtfrequenzen haben, würde die Sonne eine andere Form haben. Ich würde etwas anderes sehen. Also so objektiv und so klar ist das, was Frege sich da vorstellt, nun eben doch nicht. Wir haben eine Abhängigkeit von der Situation. Hier zwei Beispiele. Die Tautologie, ich bin jetzt hier. Das ist immer wahr.
aufgrund der Situation, dass ich jetzt hier bin. Eine Tautologie, die situationsbedingt ist. Und dann von Saul Kripke, wenn A sagt, alle Aussagen, die B heute äußert, sind falsch, und B sagt am gleichen Tag, alle Aussagen, die A heute äußert, sind wahr. Dann gilt Folgendes. Beide Aussagen sind falsch, wenn B am gleichen Tag auch etwas Wahres sagt. Zum Beispiel, dass in der Arithmetik 1 und 1 gleich 2 ist. Sind die beiden Aussagen aber die einzigen Aussagen, die A und B an diesem Tag machen, sind beide Aussagen Antinomien. Sie sind dann also genau dann wahr, wenn sie falsch sind. Das ist ein Spiel, das kann man sich anschauen. Aber es zeigt sehr deutlich, dass wir es hier mit einer Situationsabhängigkeit zu tun haben und nicht alleine mit dem geschriebenen Satz, der einen Sinn hat und eine Bedeutung, die eindeutig bestimmt werden kann. Hier spielt der Kontext eine große Rolle. Und was ich besonders mag, ist die Unzulänglichkeit Goethes. Wir können mal fragen, wer Goethe ist. Und vielleicht ist das hier unten eine Antwort. Aber es gibt natürlich auch noch sehr viel mehr Antworten, wer Goethe ist. Es hängt sehr von der Perspektive ab, die Sie dabei einnehmen. Ich möchte in einer These fassen, ein Gegenstand ist der Gegenstand einer Auffassung, der durch sein Aufgefasstsein in einem Kontext steht. Der Kontext, in dem der Gegenstand durch sein Aufgefasstsein steht, bestimmt den Inhalt der Auffassung. Ich bin sozusagen im Subjektiven, in diesem Objekt. Die interessieren mich. Mich interessiert nicht der Tisch als solcher, denn ich kann nichts über ihn denken oder sagen, denn er ist es eventuell auch gar nicht. Ich kann nur über den Tisch etwas sagen, der auch so in meiner Vorstellung ist, hier in meiner Vorstellung ist. Und ich muss dann fragen, wie kommt es zu diesem Sinn? Das will ich hier nur knapp ausführen. Auffassung ist also in gewisser Weise eine Form der Kontextualisierung. Das Subjekt, das irgendwie ein Objekt oder einen Gegenstand auffasst, stellt es dadurch in einen Kontext, zum Beispiel, dass dieser Tisch eine weiße Oberfläche hat, ist eine Beziehung dieses Tisches, quasi als Abstraktum, zur Farbe Weiß, zu einer ganz bestimmten Farbe Weiß, die wir hier haben. Aber auch alle möglichen anderen Beziehungen, dass der Tisch vorher anders herumstand und dann herumgedreht wurde oder sowas. All das kann dadurch erfasst werden. Und das ist also ein sehr, sehr weitgehender Begriff. Und dieses Modell der Auffassung besteht in 13 Klauseln, die es wirklich in sich haben, wenn man sie genau anschaut. Wir haben sie mathematisch untersucht, realisiert und sie sind jetzt auch implementiert worden. Man kann in ihnen so etwas wie eine Datenstruktur sehen für subjektabhängige und kontextabhängige Objekte. Und nun zu den Modellen, zur Architektur des Cargo. Denn das entspricht etwa dann dem Sinn, wie wir noch sehen werden. So, zunächst zum Urteil des Modells 1. Fragen wir uns, ob das ein Modell ist. Nicht? Diese von Leonardo gezeichnete Vitruvsche Figurum und Circulorum und Quadratrecht 1994 hergestellt. Und in gewisser Weise, ja, natürlich ist das ein Modell, wohl, nicht? Denn hier ist der Text in den Dezemlibri der Architektura von Vitruv, liegt nämlich ein Mensch mit gespreizten Armen und Beinen auf dem Rücken und setzt man die Zirkelspitze an der Stelle des Nabels ein und schlägt dann den Kreis. Dann werden in dem Kreis die Fingerspitzen beider Hände und die Zehenspitzen berührt. Ebenso wie sich am Körper ein Kreis ergibt, wird sich auch die Figur des Quadrats an ihm finden. Wenn man nämlich von den Fußsohlen bis zum Scheitel Maß nimmt und wendet dieses Maß auf die ausgestreckten Hände an, so wird sich die gleiche Breite und Höhe ergeben wie bei den Flächen, die nach dem Winkelmaß quadratisch angelegt sind. Das, was Sie rechts sehen, ist irgendwie nicht ganz das Gleiche. Da komme ich gleich noch drauf. Aber nochmal weiter die Frage. Das ist irgendwie ein Modell, ja, in einem relativ vagen Sinne. So halb sicher sind wir da uns auch nicht. Dann ist relativ klar, dass man in diesen Proportionen den goldenen Schnitt immer sehen kann. Nicht? Das ist immer dieses Verhältnis von diesen Entfernungen, von dieser Entfernung zu dieser, nicht wie bei dem Liniengleichnis von Platon, diese Verhältnisse. Und hier ist es der goldene Schnitt dargestellt. Der goldene Schnitt wird offensichtlich in dieser Figur gefunden. Ich habe es noch nicht nachgemessen, ich wollte das immer mal tun.
Gleichzeitig in irgendeiner Weise steht da die Konstruktion des Pentagramms mit drin. Wenn die Figur die Arme nicht nach oben, sondern nach unten nimmt, dann hätte man dieses Symbol der Pythagorea auf diese Weise dargestellt, was ja nicht so einfach ist, weil die Seiten, die in diesem Pentagramm auftreten, also zum Beispiel diese Länge hier, ja, diese Länge hier ist keine rationale Zahl. Ja, Schwierigkeit. Wissen nicht, was das ist. Das wussten die Griechen nicht. Und das wusste man wirklich erst sehr, sehr, sehr viel später, Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Quadratur des Kreises, mit Pi ist auch keine rationale Zahl, auch die Quadratur des Kreises steckt hier vielleicht irgendwie drin im Verhältnis von Kreis und Quadrat. Und dann gibt es eine interessante Deutung der Geschichte, eine interessante Analyse von Kenneth Kiel, der sagt, was das Bild zeigt, ist eine Verschiebung des geometrischen Mittelpunkts in der Bewegung, nicht, mit den Armen nach oben, ohne eine Veränderung des Schwerpunkts. Dieses Blatt war Blatt in einem Lehrbuch, das Bernardo schreiben wollte. Ich glaube, es ist nicht vollendet. Und es sollte alles über den Menschen zeigen. Und man kann natürlich sagen, ah, das ist das Vorbild. Nicht? Wenn irgendwie Menschen in Bewegung gezeichnet werden und die haben die Arme irgendwie höher, wie muss dann sozusagen die, wie müssen die Proportionen dann gebildet werden, damit das optisch stimmt. Also in diesem Sinn könnte man schon wieder sagen, es ist ein Modell und ich denke, das ist meine Deutung, wenn man mal liest, was da steht, ich kann das nicht lesen, das ist Spiegelschrift und das ist auch italienisch, altitalienisch, aber es gibt Leute, die haben das übersetzt, nicht? Vitruvius, der Architekt, sagt in seinem Werk über die Architektur, dass die Maße des Menschen die folgende Weise angelegt seien, es bilden nämlich vier Finger einen Rücken, vier Handbreite einen Fuß und so weiter. Und so weiter. Der Fuß sei der siebte Teil des Menschen. Darum ging damals ein großer Streit, weil Vitruv behauptet hat, der Fuß ist der sechste Teil des Menschen. Vitruv hat gesagt, der ist zu lang. Und Leonardo hat hier den siebten Teil angenommen. Es scheint einigermaßen überzeugend zu sein. Das ist auch der Schlüssel dazu. Wenn ich nämlich das, was hier in den Texten steht, als Axiom ansehe oder als Menge von Axiomen ansehe, dann kann ich in dieser Zeichnung ein Modell sehen im Sinne von Tarski, das die Konsistenz dieser Axiomen zeigt. Eigenheiten von Modellen. Ich möchte nicht von Eigenschaften sprechen. Es geht um Eigenheiten von Modellen. Modelle dienen der Gestaltung. Das ist, denke ich, eine wichtige Funktion, die sie haben. Und als solche hinterlassen sie eine Spur. Und das kann ich zeigen. Schauen Sie sich die Verteilung der Triglyphen und der Metopen an, hier oben auch. Das ist am Ende eine Triglyphe. Die Abstände, die Triglyphen sind alle gleich groß und die Metopen sind alle auch gleich breit. Aber was nicht gleich ist, ist der Abstand zwischen den Säulen. Der ist hier größer und ist hier kleiner. Und das ist ein Problem für Vitruv. Und hier ist eine genauere Darstellung der Sache. Es geht also irgendwie um diese Differenz. Ja, um diese Differenz. Und die muss in irgendeiner Weise berücksichtigt werden, kompensiert werden. Denn Vitruv hatte die Idee, diese ganze Säulenformation und die Vorderfront eines solchen Tempels ganz klar nach einem Modulusmodell zu entwickeln und auf diese Weise Symmetrien und Proportionen festzulegen. Und die sind hier nun alle aufgelistet in einer Liste. Man kann das lernen, auswendig lernen. Also ein Geselle weiß das wahrscheinlich schon auswendig und kann dann in jeder Skalierung eine solche Front bauen, weil er diese Verhältnisse kennt. Und wenn Sie da weiter schauen, dann gibt es hier eine sogenannte Eckrestmetope. Und das heißt, es gibt hier einen Abstand zwischen der letzten Triglyphe und dem Ende dieses Ganzen. Ja? Und dadurch ist es möglich, die Abstände zwischen den, nicht? Dadurch kann die Säule ein Stück nach außen rücken und dadurch ist es möglich, die Abstände zwischen den Säulen gleich groß zu machen. Denn da gibt es auch etymologisch einen Zusammenhang,
dass diese Säulenabstände, nicht nur der untere Säulendurchmesser, sozusagen das Maß für den Modulus sind. Und hier sehen Sie das also, und da haben wir hier diese Eckrestmifope, die neu dazugekommen ist. Und dass das in der Wirklichkeit auch so ist, kann ich Ihnen dieses Bild zeigen vom Brandenburger Tor. Die ist nämlich nach Vitruvs Modell gebaut, so wie andere auch. Sie können also gucken, was ist nach Vitruvs Modell gebaut. Dann schauen Sie nach, ob Sie diese Eckrestmifope finden. Wenn nicht, dann sind das offensichtlich andere Vorbilder der griechischen Architektur gewesen. Das heißt, dieses Modell hinterlässt in gewisser Weise, ist ein Mittel der Gestaltung, aber es hinterlässt eine Spur. Man kann das in vielen Bereichen sehen, auch in den Ingenieursfeldern, wo Modelle natürlich Effekte erzeugen, die man vielleicht nicht haben will oder die man wegdenken muss oder sowas. Ich denke, Modelle für sich anzuschauen macht wenig Sinn. Man muss Modelle in Situationen betrachten. Und hier ist eine solche Situation. Es ist ganz offensichtlich, dass hier dieses Modell von St. Peter eine große Rolle spielt und eigentlich hier zum Modell wird. Es wird aber auch sichtbar, dass dieses Modell vermutlich wenigstens von zwei Seiten, also diesen beiden Protagonisten hier, vielleicht auch unterschiedlich gesehen wird. Ja? Und das muss man irgendwie mit berücksichtigen in der ganzen Angelegenheit, wenn man Modelle betrachtet. Eine weitere Eigenheit ist, dass Modelle Autorität besitzen. Ich will als Autorität bezeichnen, das ist eine soziale Positionierung, die einer Person oder Institution zugeschrieben wird und die dazu führt, dass sich andere Menschen in ihrem Denken und Handeln nach ihr richten. Aus der Autorität resultieren Beziehungen der Maßgabe und der Anerkennung. Und ein möglicher Beleg auch für diesen Gedanken, dass Modelle Autorität besitzen, kann man dadurch vielleicht erkennen oder sehen, daran sehen, dass das klassische, in der Argumentationstheorie, das klassische Argument aus der Autorität hier oben besagt, X ist Autorität, X sagt, dass A gilt, also gilt A. Das machen wir mit jedem Zitat, das wir in unsere Arbeit reinschreiben. Das machen wir, wenn wir sagen, der Papst hat es aber gesagt oder mein Prof hat gesagt oder sonst irgendwas. Das machen wir ständig und massenweise. Wir wenden ganz oft dieses Argument aus der Autorität. Wenn man kann das auch ganz gut dadurch analysieren, dass man sich fragt, wann scheitert denn dieses Argument? Wann ist das falsch? Ja, unter welchen Bedingungen? Sehr nützlich. Und die gleiche Überlegung kann man anstellen, wenn man sagt, das Argument aus dem Modell. M ist ein Modell, M impliziert, dass A gilt, also gilt A. Das machen wir ebenso häufig. Wenn man fragt, wann das scheitert und wann das scheitert, gibt es ungeheuer viele Kongruenzen. Und das ist, denke ich, ein interessanter Hinweis darauf, welche Eigenheiten Modelle haben, wie wir mit ihnen umgehen. Hier vielleicht noch ein Beispiel, dieses aristotelische Weltmodell, das lange aufrechterhalten worden ist von der Kirche, weil es die Erde im Mittelpunkt hat, und in der äußersten Sphäre den Raum, in dem Gott wohnt. Modelle haben Eigensinn, das ist ein berühmtes Diagramm im Zusammenhang mit dem Einsatz der Amerikaner in Afghanistan, wo sozusagen die ganze Stabilitätssituation in einem Diagramm dargestellt ist. Und ich glaube, es ist sehr offensichtlich, dass ein solches Diagramm sozusagen Basis von Vermittlung ist. Irgendeine Firma wurde beauftragt, das herzustellen. Das wurde dann präsentiert und wenn es angenommen wurde, dann wurde es natürlich den Offizieren und wem immer dargestellt und dann haben wir das so und dann haben wir das so. Das heißt, dieses Modell wird irgendwie die Vorstellung von dem, was Afghanistan ist. Es geht auch fast nicht anders, ja? Denn nicht jeder kann ein Researcher werden zu den Verhältnissen von Afghanistan. Wir brauchen das irgendwie, auch wenn das ein Desaster ist. Dieses Modell, mit diesem Modell habe ich sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Ein Kommunikationsmodell, serviceorientierte Architekturen, wo die Rollen von Services genannt sind. Es gibt den Consumer, den Retailer, den Party Provider, es gibt den Connectivity Provider und den Broker. Und alle, die stehen in bestimmten Beziehungen und das Gute daran ist, man kann die Dinger kombinieren. Das heißt, der Consumer kann dann
Ein Third-Party-Provider kann selbst wieder in der Rolle eines Consumers sein oder in der Rolle eines Providers oder so ähnlich. Das heißt, wir kriegen hier Vernetzungen auf diese Weise, Service-Sequenzen, die sich dadurch logisch interessant und gut studieren lassen. Ein sehr nützliches, und ich fand, dass dieses Modell eine Domäne erschließt, ja? Nämlich die Domäne verteilter Verhältnisse, verteilter Operationen, und dass mit diesem Blick man zumindest mal eine sehr gute Grundstruktur dessen kriegt, womit man es eigentlich da zu tun hat. Modelle können etwas erklären, nicht? Auch wenn diese Erklärung vielleicht idealisiert ist oder auch falsch, aber darauf kommt es eventuell nicht an. Modelle suggerieren etwas, nicht? Ich liebe dieses Diagramm hier von Nanad Lalenti. Erstens finde ich diese Wissenspyramide eine Katastrophe. Und zweitens hat diese Wissenspyramide offenbar sozusagen als metaphorischen Zusatz, ne, etwas von der Gewichtigkeit, der Langlebigkeit, der Bedeutung, der Mystik, des Geheimnisvollen von Pyramiden. Und das auch noch in einem solchen miserablen Diagramm, wo nichts stimmt, das ist eigentlich die reale Welt. Nicht? Auch das ist reale Welt, es ist Standard, aber ich glaube mal so ganz danach wird Software heute auch nicht entwickelt, oder? Wurde wahrscheinlich auch nie entwickelt. Ja? Hinter dieser Notenschrift steht einmal eine Konvention der Schrift, die Notenzeichen, aber auch natürlich ein Tonsystem. Und ich glaube, dass das sozusagen eine Basis ist, ein Framework, bei dem unglaublich viel sehr gute Musik gemacht worden ist. Ich würde nicht sagen, dass das einschränkt. Man hat natürlich nicht die Vierteltöne von Scriabin oder auch was jetzt mit Achtel und Sechzehnteltönen gemacht wird. Das ist dadurch nicht erfassbar, aber sozusagen die klassische, traditionelle Musik wird dadurch eigentlich gut ermöglicht. Aber Modelle beschränken auch, das ist jetzt natürlich mein Urteil, ich finde das ziemlich furchtbar, das Pre-Processing von solchen Platten, aus denen dann Häuser gebaut werden können. Und wenn ich das sozusagen als Modell habe, um damit meine Konstruktion zu machen, dann ist das ein hohes Maß an Beschränkung. Das sind Eigenheiten, die die Modelle haben. Ich habe nicht von Eigenschaften von Modellen geredet, weil das geht nicht. Wir können ein Modell, einem einzelnen Modell Eigenschaften zuweisen, aber nicht allgemein Modellen Eigenschaften zuweisen. Es sei denn, sie klassifizieren die in irgendeiner Weise, dann können sie die Klassen durch bestimmte Eigenschaften charakterisieren. Aber im Ganzen geht das nicht. Wie ist das nun, die Auffassung als Modell? Wir haben einmal natürlich diese von Stachowiak vertretene Vorstellung eines Originals und eines Modells und die offensichtliche Beziehung dazwischen. Die Vorstellung, dass Modelle immer kleiner sein müssen als der Gegenstand, von dem sie Modell sind, ist falsch. Auch müssen Modelle nicht konstruiert werden, sondern sie können auch ausgewählt werden. Sie können auch ein Exemplar sein, wie dieses Lanzettfischchen hier. Und schließlich müssen Modelle nicht konstruiert worden sein, sondern sie können gewählt worden sein. Und es ist auch so, dass Modelle nicht nur statisch sind, sondern eben auch Prozesse beschreiben. Und insofern ist ist das Phänomen der Modelle ungeheuer weit. Und diese Weite einzufangen, erscheint relativ hoffnungslos, wenn man nicht eben einen anderen Weg geht. So unterschiedliche Dinge können Modelle sein. Und die Schwierigkeit ist, alles kann ein Modell sein. Und das ist, Ratowski würde heute sagen, alles kann von allem, alles kann für alles ein Modell sein. Soweit würde ich nicht ganz gehen, aber alles kann ein Modell sein. Ich brauche nur morgen eine Firma eröffnen, die solche Stühle herstellt, dann ist das sozusagen ein Prototyp und der ist Modell für diese Produktion. Und damit habe ich das zum Modell gemacht. Das kann ich mit jedem Ding tun. Und das heißt, Eigenschaften helfen nicht, um allgemein zu sagen, was ein Modell ist. In Konsequenz kann man deswegen trotzdem was über Modelle sagen. Ja, ich denke sehr viel. Und das geht über diese Auffassung. Nicht? Ein Gegenstand ist ein Modell, wenn er als Modell aufgefasst wird.
Durch die Auffassung eines Gegenstands als Modell steht der Gegenstand in einem für Modelle typischen Kontext. Das will ich Ihnen jetzt zeigen und damit gleichzeitig das Modell des Modellseins erläutern. Zum Beispiel die Frage, warum dieses Diagramm hier ein Modell ist. Hier geht es um Studenten, Enrollment, Professor, Seminar und so. Ich muss das nicht weiter erklären. Warum ist das ein Modell? Zunächst mal muss ich es zum Gegenstand machen, meiner Betrachtung, um es eventuell als Modell auffassen zu können. Ich muss zweitens es als Gegenstand in einen ganz bestimmten Kontext stellen. Ich könnte es zum Beispiel einfach als Diagramm ansehen, was leider nicht sonderlich gut verteilt den Raum, auch die Fläche ausnutzt, die ich zur Verfügung habe. Nein, ich muss es als Gegenstand in einen für Modelle typischen Kontext stellen. Und der zwingt mir erstmal auf, dass ich unterscheiden muss zwischen dem Gegenstand, den ich hier habe, also das ist wirklich dieses Objekt, und dem Modell, also diesen Gegenstand als Modell anzuschauen. Ich muss eine Unterscheidung machen, weil der Gegenstand hat eine andere Identität als der Gegenstand als Modell. Machen Sie ein Gedankenexperiment, lassen wir alles laufen vor sich, was es denn so gibt, und fragen Sie, ist es das Gleiche oder ist es nicht das Gleiche? Dann sind die Antworten, die Sie geben werden, bei dem Gegenstand an sich, anders, als wenn Sie ihn als Modell sehen. Zum Beispiel ist es das gleiche Modell, wenn ich das auf Papier gedruckt habe und Ihnen gebe. Aber es ist natürlich nicht der gleiche Gegenstand. Weiter. Warum machen wir denn das? Das muss ja irgendeinen Sinn haben, das zu tun. Ja, offensichtlich soll hier, ich stelle mir das wenigstens so vor, ich bin ja der, der es beurteilt, nicht, ob das ein Modell ist oder nicht. Dass es hier ein Informationssystem gibt, das diese Beziehungen in irgendeiner Weise realisiert, sodass man da was eingeben kann, Anfragen stellen kann und so fort. Wunderbar. Ja, ist das völlig beliebig? Nicht, dieser Gegenstand würde für mein Informationssystem alles funktionieren? Ja? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also das Modell muss eben schon ein Modell von etwas sein, ja? Das heißt, das kommt nicht ganz von ungefähr. Es kommt einfach von meiner Erfahrung, wo Professoren und Studenten hingehen um diese Zeit, so wie hier jetzt. Was deutlich wird, ist, dass dadurch, dass ich diesen Gegenstand als Modell sowohl von als auch für etwas auffassen kann, kann ich erklären, wie Modelle funktionieren. Nämlich, sie transportieren etwas, ich nenne das einen Cargo. Von dieser Vorstellung dahin. Das heißt, ich realisiere meine Vorstellungen in dem Informationssystem und dabei nutze ich dieses Modell. Also mit Hilfe oder über dieses Modell hinweg. Das ist natürlich jetzt nur mein Modellurteil. Tatsächlich haben wir meistens wenigstens zwei Modellurteile. Das dürfte ich jetzt gar nicht mehr so zeichnen, aber dieser schräge Strich kann das mal veranschaulichen. Da gibt es eine Business-Grenze. Das heißt, das kann eine Firma gemacht haben und das eine andere Firma. Die eine spezifiziert, die andere implementiert. Gehen wir weiter zur Logik von Modellen. Es war schon die Frage, ich gehe von einem Ausgangsobjekt zu einem Ergebnisobjekt. Ich nenne das eine konstruktive Beziehung, wenn sie folgende Eigenschaften hat. Dass ich an dem Ausgangsobjekt Beobachtungen mache, zu Beobachtungen komme, sich das überträgt auf Anforderungen, und diese Anforderungen dann realisiert werden und ein Ergebnisobjekt liefern. Über die Übertragung rede ich nicht, das lasse ich offen. Das ist sehr charakteristisch für diesen Ansatz, dass das dem Urteilgeber bleibt. Das hier ist eine solche konstruktive Beziehung und sie kommt dadurch zustande, dass hier dieses Ausgangsobjekt, an dem Beobachtungen gemacht werden von dem Maler, das Beobachtete wird, und zwar mit Hilfe dieses Delum, wird übertragen auf Anforderungen, wo jetzt genau hier was im Einzelnen zu zeichnen ist. Wenn man das logisch betrachtet, das will ich aber jetzt hier nicht weiter tun, und statt der Objekte die Theorien nimmt, dann habe ich hier eine Deduktion und hier rechts eine Induktion und dazwischen eine Transformation, die irgendwie gestaltet ist. Das ist meine Freiheit. Wenn ich das übertrage auf dieses Bild, dann kann ich das zweimal anwenden. Und zwar einmal, wenn ich sage, das ist mein Modell und das ist das Vorbild, von dem dieses Modell hier gemacht worden ist. Und das ist die Beobachtung und da drüben stehen die Anforderungen, die hier
durch diese Induktion realisiert werden. Ich kann es aber auch anders sehen, dann ist das das Modell und das ist das Konstrukt, das ich herstelle und entsprechend hat man wieder eine Beobachtung daran, eine Transformation und eine Induktion. Und das bedeutet, dass ich diese ursprüngliche Situation der Kontextstruktur, die durch das Urteil des Modellseins von dem Gegenstand G zustande kommt, verfeinern kann, dadurch, dass es hier eben zweimal solche konstruktiven Beziehungen gibt, die gleichgestaltet sind. Das Objekt G ist stark dadurch charakterisiert, dass es sozusagen einmal Ziel einer Induktion und gleichzeitig Ausgangspunkt einer Deduktion ist. Und das macht, glaube ich, das Besondere an Modellen aus, weswegen es auch nicht so leicht ist, sie zu verstehen. Nun zur Befragbarkeit von Modellen. Was soll Befragbarkeit bedeuten? Befragbarkeit ist die Möglichkeit, in Bezug auf einen Gegenstand Fragen zu stellen. Befragbarkeit eines Gegenstands betrifft dessen Aufgefasstheit. Nicht im Vordergrund stehen vor allem vier Aspekte, dessen Logik, dessen Natur, dessen Eigenheiten und dessen Umgebung. Die Festlegung zulässiger Fragen kann Theorien begründen. Das ist genau das, was bei Frege passiert. Der sagt genau, was ich fragen kann im Hinblick auf einen Gedanken und daraus entsteht die Logik. Die Nofretete, wie Sie in der Zeitung lesen konnten, ist ein Modell. Oh, was heißt das? Das heißt, ich muss Sie in irgendeiner Weise in einen solchen Zusammenhang bringen. Und jetzt können Sie sich denken, was Sie wollen. Die hat natürlich als Persona da irgendwie gesessen, dann wurde sie irgendwie gestaltet und dann haben andere dieses Modell genommen und haben danach irgendwelche anderen Dinge gemacht. Das ist mein Urteil von diesem Gegenstand als Modell. Wenn ich es befrage, kann ich insbesondere nach den Kontexten fragen, was passiert denn in den Kontexten? Ich habe jetzt mal einige, also relativ viele Kontexte hier angedeutet, die wir haben. Das heißt, wir haben ein außerordentlich komplexes Gebilde im Hinblick auf dessen Bestandteile wir dieses Objekt als Modell befragen können. Das machen wir natürlich nicht immer praktisch. Wir begnügen uns mit viel weniger, aber theoretisch. Modellarchitekturen. Gucken wir uns also wieder dieses Diagramm an und schauen Sie hier. Gitter als Modell der Anordnung. Es ist offensichtlich, überall spielen Gitter eine Rolle. Sie sind offensichtlich ein Modell, jeweils um diese Anordnungen herzustellen. Hier habe ich das Gitter als ein Metamodell. Denn was Sie hier sehen, ist anders als die Teile vorher, das ist tatsächlich ein Modell. Wir kommen dies je. Und wenn ich das in dieser Diagrammatik wieder darstelle, dann bedeutet das, dass dieser Gegenstand hier das Applikat sozusagen eines Metamodells ist. Dann eine Modellsequenz. Ich kann Folgen von solchen Modellen haben, wie die Montales-Geschichte kann das bestens erläutern. Ich kann Modellkompositionen haben, das heißt, ich nehme diese konstruktive Beziehung hier und verfeinere die sozusagen, indem ich wiederum ein Modell verwende mit seinen zwei konstruktiven Beziehungen, die da drinstehen. Ich kann Modelle überlagern, ich kann Modelle miteinander verflechten. Und ich kann ganz viele Modelle haben, die als Vorbild für ein einzelnes Modell dienen, wie hier das Bild der Juno von Zeus ist gemalt. Und jetzt schließlich zur Architektur des Sinns. Und damit komme ich dann zum Ende. Bei Frege hatten wir dieses Bild. Ein Eigennamen drückt einen Sinn aus und der Sinn betrifft einen Gegenstand und der Eigenname bezeichnet diesen Gegenstand. Es gibt eine Vorstellung und die erfasst diesen Sinn. Bei Frege spielt dieser obere Teil keine Rolle. Es gab ihn, er nennt ihn, aber er sagt, das ist rein. Damit will er sich nicht weiter befassen. Ich kann für das Modellsein ein ähnliches Diagramm erzeugen. Da habe ich diesen Gegenstand, den ich als Modell auffasse, und der trägt einen Cargo, transportiert ihn und überträgt, dieser Cargo überträgt sich auf das Konstrukt. Und die Auffassung, das war das der Teil A, der erfasst in gewisser Weise diesen Cargo. Ich habe also sozusagen eine ganz ähnliche, die gleiche Struktur, aber verschiedene Beziehungen dazwischen.
Wenn man die vergleicht, und das will ich jetzt nicht in Ausführlichkeit tun, dann kann man sozusagen die Zeichentheorie Freges mit der Modelltheorie in gewisser Weise vergleichen. Beide erzeugen sie eine Beziehung, eine vermittelte Beziehung. Einmal bei Frege von der Vorstellung zu einem Gegenstand über den Sinn und im Modell des Modellseins von einer Auffassung über ein Cargo zu einem Konstrukt. Und wenn Sie diese Beziehungen jetzt im Einzelnen anschauen, die ja dann mit zu beurteilen wären, wenn Sie sagen, ist das ein Modell, ist das ein Zeichen, dann finden Sie vielleicht gute Gründe, etwas ein Zeichen und etwas ein Modell zu nennen. Vielleicht finden Sie auch Gründe für beide gleichzeitig, aber dann so Übergangsphänomene. Und damit möchte ich mich heute bedanken.